Und schauen wir auf die aktuelle Situation in der Ukraine, denn bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens 4 Menschen getötet worden. In Kharkiv, der zweitgrößten Stadt des Landes, wurde ein 4-stöckiges Gebäude bombardiert. Dabei wurde eine ältere Frau getötet und bei Angriffen auf Cherson im Süden wurden mindestens 3 Menschen getötet, 6 weitere verletzt. Die russischen Besatzer in der südukrainischen Region Saporischschja berichten ihrerseits von 4 Toten durch ukrainischen Beschuss einer Eisenbahnbrücke. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet sind von unabhängiger Seite nur schwer überprüfbar. Tatjana, du warst ja jetzt schon öfter in der Ukraine. Du wirst wieder in das Kriegsgebiet fahren. Du kennst dich also dort wirklich gut aus. Und nach wochenlanger Belagerung rücken die russischen Soldaten inzwischen auf die strategisch wichtige Stadt Bachmut im Osten der Ukraine immer stärker vor. Noch halten ja die Ukrainer die Stellung. Dafür müssen sie jedoch auch große Verluste in Kauf nehmen. In der Stadt selbst ganz schwierige Situation. Schon im Sommer, als ich das allererste Mal da gewesen bin, jetzt letztens auch wieder. Es sind noch immer ein paar Zivilisten da, nicht mehr allzu viel, aber die wollen ihre Heimat halt nicht verlassen. Das bedeutet aber, es ist ein Leben unter Dauerbeschuss, Angst, Lärm, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Heizung. Und Max Hermes ist vor Ort gewesen, ist ins umkämpfte Bachmut gefahren. Hier ist sein Bericht. Hunderte Soldaten, schätzen westliche Geheimdienste, sterben in Bachmut. Und das jeden Tag. Doch die Ukraine will die symbolisch wichtige Stadt aktuell noch um jeden Preis halten. Ein Kurs, den angesichts russischer Feldüberlegenheit längst nicht mehr alle aus der Truppe unterstützen. Unter der Bedingung, dass er anonym bleibt, spreche ich darüber mit einem Kommandeur. Meiner persönlichen Meinung nach ist es besser, unsere Leute aus Bachmut abzuziehen, um eine neue Verteidigungslinie aufzubauen an einem strategisch wichtigen Punkt. Das macht Sinn, da sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Es wird immer Menschen geben, die in Kiew sitzen und sagen, ihr verratet Bachmut, wenn ihr die Stadt aufgebt, aber das ist Quatsch, das hat nichts mit Verrat zu tun. Doch wie ist die Lage vor Ort? Wir machen uns auf in die Stadt, die in der öffentlichen Wahrnehmung wie keine andere für den Widerstand der Ukraine im Donbass steht. Schon vor der Stadtgrenze sehen wir das Tal, hinter dem die Russen lauern. Hinter mir liegt die Stadt Bachmut. Die Stadt ist von allen Seiten von den Russen eingekesselt. Es gibt nur wenige Wege, um in die Stadt reinzukommen. Und im Hintergrund hören wir schon jetzt, dass es hier ständigen Beschuss gibt. Wir fahren in die Stadt, kommen an einem Markt vorbei. Händler bieten ihre Ware feil, frisches Fleisch, Hygieneprodukte und sogar Kleidung. All das unmittelbar vor der Front. Dazwischen Menschen, die nicht weg wollen, um den Preis, jeden Tag selbst zur Zielscheibe zu werden. Wir haben keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser. All das gibt es nicht. Es ist jetzt Winter. Ich halte das für einen Völkermord an den Menschen hier. Wir überleben einfach nur. Unsere Bauernhöfe wurden uns genommen. Wir haben alles mit nach Hause genommen, was ging. Und jetzt gehen wir fast gar nicht mehr vor die Tür. Eine Frau redet sich vor unserer Kamera in Rage. Sie sollen sich endlich versöhnen. Es möge Frieden sein. Wir wollen alle in Frieden leben. Wir wollen keinen Krieg. Und wir wollen vor allem nicht, dass noch mehr Waffen hierher kommen. Oksana ist nicht die Einzige hier, die die Waffenlieferungen des Westens kritisch sieht. Wir fahren weiter ins Stadtinnere. Auf unserem Weg ein zerstörtes Fußballstadion, zahlreiche Gebäude zu Schuttbergen zerbombt. Hier mitten im Stadtzentrum haben die Ukrainer Schützengräben ausgehoben für den Fall, dass sich der Kampf noch weiter ins Stadtinnere verlagert. Dann völlig unvermutet ein Ort, den sie Platz der Stärke nennen. Im Hilfszentrum ist es muckelig warm. Die Menschen kommen her, bis zu 100 am Tag, um ihre Smartphones aufzuladen. Apothekerin Irina gibt Medikamente aus. Vor allem alte Leute fragen nach Medizin, aber sie können sie nicht bezahlen. Deshalb bekommen sie alle Medikamente hier umsonst. Während im Hintergrund TV-Bilder vom Krieg laufen, wartet die 55-jährige Svetlana auf eine Information, wie es für sie und ihre 2 Katzen Vasili und Musa weitergeht. Wir sind jetzt seit 2 Tagen hier und wir wissen nicht einmal, wohin wir evakuiert werden. Wir haben keine Idee. Doch sie hat Glück. Ein ausländisches Hilfsteam ist gekommen, um sie und einige andere rauszubringen. Aus Sicherheitsgründen muss alles ganz schnell gehen. Ehrenamtliche Helfer haben hier einen gepanzerten Wagen organisiert. Mit diesem Wagen werden die Bewohner jetzt rausgebracht aus der Stadt, rausgebracht aus dem umkämpften Gebiet. Ein Teil der Evakuierungsgruppe, die 32-jährige Joanna aus Berlin. Ich bin auch Journalistin. Ich habe hier angefangen im Mai zu arbeiten und
habe die Gruppe getroffen und habe mich dann entschieden, mich der Gruppe anzuschließen und bei der Gruppe mitzuhelfen. Wenige Augenblicke nach unserem Interview fährt der Transporter los ins deutlich besser geschützte Kramatorsk. Wir machen uns auf den Weg zum Hauptplatz. Viele Gebäude an dem früher einmal beliebten Treffpunkt weitgehend zerstört. Der Hauptplatz von Bachmut fast menschenleer. Wir hören im Hintergrund immer wieder Schüsse. Das Einzige, was man auf den Straßen noch sieht, sind Autos, die sich ganz schnell von A nach B bringen. Wir verlassen Bachmut. Viel ist nicht geblieben von dieser einst so stolzen Stadt. Sie aufzugeben würde allerdings auch bedeuten, alle verbliebenen Einwohner den Russen zu überlassen.